Mahlzeit, ihr Schlawiner Knochen wieder hier. So, ich will dieses Gameplay von War Robots Reloaded jetzt einfach nur mal nutzen. Ich habe gelesen, dass welche das wohl auf dem Telefon mal gespielt haben. Für ein Handygame wäre es natürlich ziemlich cool dann schon eigentlich. Eigentlich will ich es nur mal nutzen, um eigentlich durchzugeben, wie es so gerade läuft. Es ist wirklich super anstrengend. Komischerweise bis Stufe 20 bin ich relativ schnell verhältnismäßig durchgekommen. So, jetzt ab Stufe 20 wirklich ein Grindfest ohne Ende. Und das Schlimmste hier, ich habe eine Steam-Rezension, ich glaube, einige kennen meinen Steam-Namen. Ich habe eine Steam-Rezension geschrieben. Mein Steam-Name ist übrigens nicht der hier vom Kanal, ne? Und muss einfach mal durchgeben, wie schlimm das eigentlich läuft. Es ist wirklich grausig. Jetzt muss ich gleich darauf hinweisen, die Roboter, die ihr seht hier, diesen zum Beispiel, ich glaube, das war der, wie hieß er, Patton? Genau. Der Patton, den habe ich nicht mehr drin. Den habe ich rausgenommen, wir haben einen anderen gekauft gehabt und habe den jetzt eingesetzt. Und Natascha habe ich jetzt, genau. Natascha mit relativ langsamen Waffen, aber sie funktionieren, sie machen viel Schaden, haben eine hohe Reichweite. Das Blöde ist die Nachladezeit, das ist wirklich bestialisch lang. Das Hauptproblem hier ist, dieses Matchmaking ist einfach unter aller Sau. Ich muss das wirklich so sagen und das muss man auch festhalten. Dieses Matchmaking ist komplett beknackt. Das ist das Beknackteste, das ich je gesehen habe. Denn hier werden einfach alle zusammengeschmissen, so ungefähr wie, ja, es sind gerade 50 Spiele online, alle unterschiedlicher Klassen, manche haben schon 8 Monate auf dem Buckel und manche haben eben gerade erst angefangen, aber wir schmeißen nicht alle zusammen. Dann werden die, die frisch reinkommen, halt eben mit den, die schon 8 Monate Veteranen hier reingefeuert und ja, dann werden die halt zerbumst und werden wahrscheinlich nicht weiterspielen, aber ist egal, das ziehen wir einfach mal so durch. Und, das führt dazu, ja, einige haben geschrieben, Pay to Win, Cheating und so. Das Problem ist natürlich, die schon ewig spielen hier, ja, und dann gegen diese Newbies antreten, die eben gerade erst reingekommen sind, eben gerade erst das Spiel angefangen haben, ja, die dominieren natürlich. Und ich habe auch so eine Matches, wo ich das Gefühl habe, ich sehe das an den Robotern, die unterwegs sind, die haben da gerade erst angefangen, die spielen vielleicht einen Tag und so, und dann haben die hier die Transformer-Roboter hier haben, Transformer-Roboter, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, weil ich selber keinen davon habe. Das sind so riesen Dinger, die immer noch so eine extra Waffe nach vorne klappen und dann zurücknehmen. Die erinnern mich an Transformers, wenn die ausgeklappt sind, ne? Also nicht im Fahrzeugmodus. Und einfach schon super lächerlich. Die sind so fast unbesiegbar, wirklich. Und ich habe ja auch geschrieben, dass es so total beknackt ist, weil gerade es ist so wie typisch Klischee, Russen und Chinesen wirklich fast unzerstörbar, die bumsen alles weg hier. Lächerlich einfach, ne? Und dann sind da 5 Leute beschäftigt mit einem dieser Russen in seinem Transformer hier. Und vergessen natürlich, dass man hier teilweise auch Leuchtfeuer. Es gibt ja Team Deathmatch und Eroberung. Ne? Team Deathmatch ist einfach, ja, knallt die meisten Roboter ab, beziehungsweise ja, wer zuerst noch am Leben ist, ne? Und dann gibt es halt diese Leuchtfeuereinnahme. Das ist halt einfach nur Capture the Flag auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist auch wirklich, wirklich anstrengend zum Teil. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie die auf die Idee kommen, so ein Matchmaking zu machen. Dann sollen sie Bot reinschmeißen von Spielern, die mal angemeldet waren. Oder jedenfalls irgendwas in demselben Rangbereich und demselben Erfahrungsbereich. Das ist wirklich total beknackt. Stell dir vor, du bist ein Warfunder, fängst mit deinem Reservepanzer an, irgendwie bei den Franzosen, und kämpfst gegen, weiß ich nicht, 1950-Ära-Panzer, ja, der dich mit einfach nur beim Vorbeifahren einfach schon killt. Und so ähnlich ist das hier auch teilweise. Ich muss dazu sagen, es ist nicht alles schlecht. Manchmal ist es so, ich habe jetzt natürlich auch ein paar Sachen erst nach und nach geschnallt. Ne? Zum Beispiel diese Zielerfassung ist ultra schlecht. Bitte, ihr müsst, wenn ihr dieses Spiel anfangt, ihr könnt bei den Einstellungen das umstellen, dass ihr manuell umwechselt. Das heißt, ihr könnt, ich sag mal, wie im World of Warcraft, ihr drückt die Tabellentaste, also Tab, und könnt hin und her wechseln zwischen den Zielen, und wenn ihr es doppelt drückt, dann wird es markiert. Das heißt, ihr behaltet den auf jeden Fall die ganze Zeit im Auge. Wenn ihr es nochmal drückt, wird es gelöst und springt auf den Netzen. Solange der halt am Leben ist und ihr jemand anderen dann als Ziel findet. Das ist auf jeden Fall besser, weil ich habe teilweise Ziele, die unter der Brücke sind, und er will nicht hochwechseln auf das Ziel, was über mir ist. Ja, super nervig. Also nimmt bloß nicht das automatische Zielen, sondern wechselt auf das manuelle. Er sucht schon. Manuell ist, es ist halt manuell. Er sucht schon noch Ziele automatisch aus. Ja, aber ihr könnt halt hin und her wechseln. Und ansonsten ist das nämlich, wenn ihr das nicht aktiviert, ist das gesperrt. Oder ausschaltet. Dann ist das gesperrt und er sucht halt irgendein Ziel, aber das hat er dann ständig im Visier und das funktioniert einfach nicht richtig. Triple Kill sehe ich gerade. War eine schöne Sache. Ansonsten, ja, was mich stört, ist, dass hier zum Beispiel kein Ingame-Chat ist. Hier gibt es, glaube ich, überhaupt keinen Chat, sondern nur für die Clans. Ich bin aber in keinem Clan. Ich habe mich schon mal 5 beworben, aber die wollen mich nicht nehmen, obwohl ich gar nicht der Schlechteste bin. Aber ich glaube, das ist auch so, wenn die zusammenspielen, die wollen halt
die Creme de la Creme haben hier irgendwie. Und es ist teilweise schon wirklich ein bisschen anstrengend. Ich finde es nicht schlecht. Ich suchte das auch gerade wirklich. Wirklich wie ein Beknackter. Und auch wenn es mich irgendwie ärgert, wenn ich zerfetzt werde, einfach innerhalb von 3 Minuten. Und alle meine, ich habe im Moment nur 3 Roboter. Ich spare gerade wirklich. Ich habe 685 Gold. Ich spare also auf 1000 Gold, damit ich mir noch einen 4. Platz kaufen kann. Ich glaube, mehr wird dann auch nicht drin sein. Und ich bin jetzt 22, ein Viertel ungefähr. Stufe 23 ermöglicht ja, weil ich das mal aufnehmen will. Ich will mal sehen, wie das funktioniert, dass die automatisch laufen. Allerdings steht ja gleich drin, dass wohl, wenn man manuell steuert, die wohl besser sind. Aber ich will nur mal sehen, wie er, wenn er per KI gesteuert wird, wie er dann reagiert und wie das überhaupt funktioniert. Einfach nur mal ausprobieren, ne, aus Jux. Jux und Dollerei. Ansonsten, ja, wie gesagt, wenn ich es nicht suchten würde, ja, es ist so ein bisschen sadomasochistisch. So ein bisschen wie bei War Thunder, ne? Eigentlich kriegt man nur in die Schnauze, man wird ständig zerprügelt, aber irgendwie macht es trotzdem Spaß. Obwohl, War Thunder hat einfach am Ende keinen Spaß mehr gemacht. Hier ist es so, wir haben Gefechte. Ich meine, ich komme voran, so ist das nicht. Ich habe noch keinen Cent hier ausgeben müssen. Ja. Und hier gibt es Gefechte, die laufen schon ziemlich gut. Und es ist auch so, wir verlieren auch mal, aber manchmal so knapp, wirklich harte Fights irgendwie so. Das Höchste, was ich mal gehabt habe, war, glaube ich, 681.000 Schaden. Man kann die Booster kaufen. Man kriegt jetzt auch gerade, hier sind, man kriegt vieles umsonst. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier sind auch ständig irgendwelche Veranstaltungen, ja, so heißt das, Deutsch, Events. Und man kriegt natürlich auch seine Kistchen hier und hat Quests, würde man sagen, also Aufträge, die man abschließen kann. Irgendwie erobere 8 Leuchtfeuer oder erobere so und so viel mit diesen und den Robotern. Und also es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Dann hat man hier, weil man ja so eine Kärtchen sammelt hier, Schlüssel heißen die hier, Keys, kann man dann auch noch so eine Kiste öffnen, wenn man 10 Stück hat. Manchmal hat man Glück, habe ich auch schon gehabt, habe ich mit einem Ansatz von 10 Schlüsseln, habe ich 100 Schlüssel gewonnen und konnte natürlich dann 10 Kisten öffnen. Ne? Da war natürlich Gold drin und was weiß ich nicht alles. Ja, ansonsten, wie gesagt, kein Ingame-Chat. Das Problem ist halt, man kann sich nicht absprechen. Man kann sich nicht absprechen und sagen, ey, achtet auf die Leuchtfeuer, holt die Leuchtfeuer. Ne? Weil die sind dann so damit beschäftigt, einfach auf den Gegner zu ballern. Manche verstehen das, glaube ich, auch nicht. Die denken rein, schießen, einfach irgendwann als zerballern. Ja, wo ich mir denke, sehen die nicht, dass da Buchstaben stehen, A, B, C, D, E. Das heißt, man muss wohl diese Punkte einnehmen, aber das ist denen, glaube ich, schon zu viel dann. Einige haben es vielleicht auch nicht verstanden, weil so ein richtiges Tutorial gibt es ja auch nicht. Was auch nicht so wild ist, da, ja, wie soll ich sagen, hier gibt es ja auch nicht, das ist nicht super kompliziert, das Spiel. Ein bisschen taktisch muss man zwar vorgehen, aber ich bin mittlerweile auch besser geworden. Ich habe auch mein Panzer, will ich immer sagen, mein Roboter auch länger am Start und besser im Griff, aber es gibt halt tatsächlich Runden, da sind wir innerhalb von 4 Minuten weg, weil die alle Leuchtfeuer holen und drücken und so in die Ecke, die sind dann beim Spawnpunkt und ja, knattern und weg, ne? Kommt halt auch vor. Aber im Großen und Ganzen macht mir noch Spaß und ich werde es wahrscheinlich auch immer mal wieder spielen, denn also ich habe eine Siegrate von 54%. Das heißt, größtenteils gewinne ich ja offensichtlich. Hier, seht ihr, der Typ, der sein Auge durch hat, den kann man gerade nicht anvisieren. Und da hatte ich heute einen gehabt, ich kämpfe, oder beziehungsweise ich habe nicht wirklich gegen den gekämpft, der taucht auf, es sah so aus, als hätte er da keine Waffen, der war ständig, ununterbrochen. Es ist nicht gelogen, der war ununterbrochen nicht angreifbar. Das Einzige, was er hatte, war eine Drohne, die ab und zu mal geschossen hat, die ich sonderlich viel Schaden gemacht habe, und er selber war überhaupt nicht angreifbar. Ich kann mir gut vorstellen, dass er aber wie so ein Sprinter ist, der einfach immer zu den Leuchtfeuern hüpft. Es gibt so eine kleinen Roboter hier, hat auch schon gehabt. Diesen Cossack am Anfang, der hat ja nur eine Bewaffnung. Ja, ich glaube, der hat nur eine Bewaffnung. Ja, also eine Waffe und ansonsten kann er so ein bisschen nach oben fliegen und dann zu den Leuchtfeuern. Oder gibt ja auch welche, da kannst du so einen Dash benutzen, also bewegst dich nach vorne. Also schneller um ein paar Meter und so, gibt es ja auch alles. Und das sind eigentlich die Dinger, womit die, wenn die anderen kämpfen, die großen Jungs, ne, die dann halt schnell mal diese Leuchtfeuer holen sollen. Okay, klar, alles cool. Ansonsten, ja, ich glaube, wie gesagt, das ist mein größtes Manko hier. Darf man, dass es Spaß macht. Und abgesehen hier wieder Ivan Stolonkovic, ja, ein Stalinium-Roboter unterwegs ist. Ja, oder hier Zhao Jinping, oder wie der heißt, ne? Xi Jinping? Jinping? Ja. Also am schlimmsten ist es tatsächlich mit Russen und Chinesen. Der Vorteil ist natürlich, wenn du die Typen wieder auf deiner Seite hast, ja, dann läuft es natürlich auch wieder. Ich kann mir nicht erklären, warum die teilweise so überstrong sind, aber ich glaube, die geben auch Geld. Und man kann natürlich auch Geld ausgeben. Würde mich nicht wundern, wenn sie es tun. Es sind aber tatsächlich, ist das wieder so typisch Klischee. Russe taucht auf, alles ist schon wieder verloren. Es funktioniert schon wieder nicht richtig. Du trümmerst ewig auf Russen ein, wirklich Kruppstahlmäßig, haust ihm da Nuklearraketen rein und er so, oh, mach jetzt halt, nur ein bisschen, ja. Und es wirklich, ich hab halt geschrieben,
Ja, da knallen 5 Leute 30 Sekunden auf einen und der kriegt irgendwie 10 Schaden oder so, ne? Da war so super der. Aber es liegt auch daran, weil die, glaube ich, einfach schon weiter sind. Jetzt ist natürlich, ich habe gar nicht nachgeschaut, von wem das Spiel ist. Kann sein, dass es ein russischer Entwickler ist. Vielleicht sind die schon einen Monat vorher dran gewesen oder 2 Monate vorher. Dann sind die natürlich auch weiter. Ich will hier also nicht von Cheaten sprechen, denn wie gesagt, das liegt einfach auch am Matchmaking. Ich sehe das ja. Gut, Leute können sich was kaufen. Ich kriege natürlich auch ein paar Sachen. Habe auch ein paar mehr Waffen jetzt, als ich vorher hatte. Und es ist einfach nur ein saumbeknacktes Matchmaking. Ja, wie gesagt, dass der Chat hier einfach fehlt, sodass man sich nicht besprechen kann. Ist super nervig. Ansonsten macht es eigentlich Spaß. Und ich mache das jetzt so, ich gucke mir die Runden nicht mehr bis zum Ende an. Wenn ich alle Roboter verloren habe, raus aus dem Gefecht und Hangar, nächstes Gefecht. So mache ich das, ne? Weil ich jetzt gerade jetzt, ich bin wirklich so am Speedgrinden hier. Ich will einfach nur so schnell wie möglich durch auf 23, weil mich das so tierisch interessiert. Ich will sehen, wie das aussieht, wenn die von der KI gesteuert werden. Und ja, ob die KI saudämlich ist und so. Kann ja auch sein, dass die anderen auch von der KI steuern lassen. Manchmal stehen hier auch einfach welche irgendwie nur dumm rum. Ja, was ich auch schon gehabt habe, okay, das kann man nicht mal als Cheaten oder sowas bezeichnen. Einer läuft die ganze Zeit um die Säule. Ich verfolge den. Ich gehe in die andere Richtung, der geht auch in die andere Richtung. Weil er hat mich die ganze Zeit im Visier. Du kannst es ja, wie gesagt, wenn du auf manuell stellst, kannst du es ja festmachen. So, dass er mich immer sieht. Und ich dachte mir, will der mich verarschen? Ey, das ist wirklich ein Hin und Her. Pass auf. Er hat mich tierisch aufgeregt. Und ein paar Runden später habe ich genau dasselbe gemacht, weil auch einer mit seinem Transformer unterwegs war und mich hier einfach sonst weggeboostet hätte. Das heißt, ich habe ihn einfach nur hin und her gezogen, während andere auf ihn schießen konnten. Und das hat immerhin halbwegs funktioniert. Man muss halt wirklich Dinge entwickeln. Wie gesagt, davon abgesehen, macht Spaß. Die Grafik ist natürlich, es ist ja sehr vereinfacht. Ne? Die Umgebungsgrafik ist aber schlechter oder einfacher als jetzt die Grafik, finde ich. Also die Optik von den Robotern, die ist eigentlich relativ gut. Man kann das auch ein bisschen einstellen. Es gibt nicht sonderlich viel Grafikeinstellung. Falls es noch keinem aufgefallen ist, ich habe die Musik ausgestellt, weil es ein tierisches Gedröhne ist. Ich habe die Umgebungsgeräusche natürlich an, klar. Sonst wäre es ein bisschen sehr langweilig. Problem ist halt nur, man kann die Lautstärke nicht einstellen. Man kann sie nur an- oder ausstellen. Und ich hoffe, dass da demnächst noch ein paar Neuerungen kommen. Wie gesagt, ein Chat wäre toll, dass man mal mit den Leuten hier schnell kommunizieren kann. Und oder Schnelltasten, so wie bei World of Warships. Und ich brauche Hilfe oder kommt her, komm zu Punkt B oder was weiß ich. Und ja, Matchmaking muss tierisch überarbeitet werden. Ansonsten knallt ein paar Bots rein, ist mir scheißegal. Aber das geht gar nicht, dass hier Ultra-Veteranen, die schon 85.000 Kämpfe hinter sich haben und alles, was man im Spiel besitzen kann, gegen irgendwelche Noobs, die gerade mal in so den Spielen hier irgendwie gematcht werden. Ich hasse das, aber ist egal. Ja, und dann hier einfach nur in die Schnauze kriegen. Ja, beziehungsweise hier ununterbrochen als Triumphatoren hier am Start sind. Ich habe auch welche gesehen, die sind mit super kleinen Robotern unterwegs und du kriegst sie nicht kaputt, weil der heilt sich. Dann hat er noch kann er sich unsichtbar machen, beziehungsweise so, dass man nicht angegriffen wird und so weiter und so fort. Ne? Alles richtig schräges Zeug. Ja, gibt es noch die fliegenden Dinger. Ich könnte mir noch ein paar kaufen, aber eben, wie gesagt, ich spare gerade alles, was ich an Kohle habe, um halt ein bisschen weiter voranzukommen. So. Lange genug gemeckert. Ihr könnt euch das restliche Gameplay noch angucken. Ansonsten, wer interessiert ist, War Robot Remastered. Es ist unterhaltsam. Eigentlich ist es unterhaltsam. Man muss halt ein bisschen frustresistent sein. Aber ich finde es noch nicht so schlimm wie später War Thunder. War Thunder war es einfach grausiger. Ne? Und ja, wenn die Runde einfach schnell mies läuft, ja, auf zur nächsten ist egal. Ist vollkommen egal. Gerade jetzt im höheren Bereich, komischerweise gehen die Matches schnell auf. Und ja, ich muss mir dann nicht ewig lange rumdödeln und so. Also da steht eine Wartezeit von 19 Sekunden. Ich warte nie länger als 30 Sekunden. Dann geht das Ding auf. Aber ich habe auch welche gehabt. Ich klicke auf, 5 Sekunden später geht der Kram auf und wir können rumballern. So. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ach so, Garage habe ich freigeschaltet. Das ist auch cool. Da kann man sich, ja, dauert zwar relativ lange. Bei mir jetzt ein Tag. Kann man sich Roboter zusammenbauen. Die kosten natürlich ein paar hunderttausend Silber, aber ich habe genug, was hier nicht zu sehen ist. Ich habe mittlerweile über 5,5 Millionen, echt, weil ich werte zwar auf, aber ich verkürze nicht mit Gold. Wie gesagt, weil ich das Gold sammle, um 1000 zusammen zu bekommen, um mir halt noch einen vierten Roboterplatz zu holen. Dann einen fünften würde ich mir nicht holen. Ich glaube, dann reicht es auch eigentlich, weil dann würde ich das Gold, was ich immer so nebenbei verdiene, für andere Sachen ausgeben. Muss ich mal gucken. So, ich bin jetzt auch durch hier, fast schon das ganze Video durchgelabert. Wir sind beim nächsten Video. Haut rein, bis denn dann. Und ey, falls ihr das zockt oder Bock drauf habt, schreibt mal in die Kommentare, guckt mal rein, wie eure Erfahrungen so sind. Wir sind beim nächsten Video. Haut rein, bis denn dann und ciao, ciao.